Ach, das sind Lautsprecher. Ach so. Propaganda-Lautsprecher. Okay. Frag mich, wie wir da hochkommen. Jetzt höre ich aber auch Hunde. Das sieht das geil aus. Ach, Hunde. Ich finde, dass Nutztiere und sowas eine andere Geräusch haben sollten beim Entdecken als auch Feinde. Immer wenn du irgendwas entdeckst, dann machst du Ja. Bim Bim und ich. Ja, stimmt. Wie kommt man denn da? Aber wir müssen da gar nicht hoch, sehe ich gerade. Was? Oh, irgendwas. Irgendwas sieht uns. Oh ja, da oben. Mei. Nicht schlechtes Auge von dem. Lager am Fluss. Müssen wir uns später auf jeden Fall mal greifen. Ja. Aber der hat Augen hier. Mein tiefster Respekt. Ah, Pflanzen zum Einsammeln. Oh, cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da hinten ist Rauch. Bin sehr gespannt, ob ich gleich auf Feinkontakt treffe. Das ist bestimmt unser abgeschossener Heli. Ah. Ach, hier ist wieder eine Pflanze. Hinter dir. Hier oben. Hä? Welche Pflanze? Genau hier. Oh, okay. Psch, psch. Das sind auch, glaube ich, die ganze Zeit die Geräusche, die ich hier höre. Unten sitzt einer. Okay. Wo bist du? Hinter dir. Neben dir. Okay, dann würde ich mal gucken, ob wir nicht einen hier rüber locken können. Ja. Boah, vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Ach, das bist du. Ich dachte gerade, jetzt sitzt da einer. Wo ist denn der? Waren das nicht gerade eben noch drei? Wen hast du nicht umgelegt? Das war knapp. Ach, den dritten hast du schon, oder was? Ja. Mit dem Messer auch von oben. Ah, okay. Gesammelte Feuerzeuge, okay. Ach, hier, genau, wenn man die Piloten. Sollte. Okay. Wir sind sehr lautlos, finde ich gut. Aber jetzt sind wieder zwei Messer weg. Ich habe eins, habe ich. Eins habe ich auch noch. Ja, ich weiß nicht, wo deine dritte Leiche ist, deswegen ich habe den einen nicht mal gesehen, wo du den umgebracht hast. Der liegt direkt vor dem Piloten. Ich kann nicht plündern, weil ich voll bin. Das ist ein bisschen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin voll, aber die scheinen die Messer nicht mehr zu haben. Ich habe jetzt noch drei Messer. Oh, wir finden ja wieder welche. Joa. Stöckchen haben wir auch noch. Stimmt, hätte ich auch einen in die Fresse werfen können.
Ich finde das Stöckchenwerfen auch ein bisschen angenehmer, weil du nicht zielen musst. Also, wenn du zielst, hast du gleich so einen Punkt. Beim Messerwerfen nicht. Doch. Wenn ich Messer werfe, also, da. Hab ich auch. Nee. In dem Augenblick, wo ich es werfe, hab ich's. Wo habe ich keinen weißen Punkt? Das heißt, ich ziehe meistens immer mit einer anderen Waffe vor und dann werfe ich das Messer. Ach so. Ja, mit der Pistole ist es besser, weil dann hast du gleich so ein Fadenkreuz, dann kannst du auch besser werfen. Ja, aber wenn ich den Stock in der Hand habe, habe ich halt gar nichts. Ach, noch ein Plätzchen. So, wir sind gleich bei dem. Ich bin gleich bei dem Geschütz. Ja, ich bin bei dir. Okay. Ach, du musst jetzt mal rechts gucken. Wir haben einen Bonus. Warte, ich. Auf dem rechten Bildschirm. Ja. Rand. Da siehst du deine Figur, ob die steht oder hockt. Beziehungsweise wenn sie hockt, dann hockt. Ja, siehst du sie hocken. Und da drüber sind vier Symbole. Ja. Warte mal, was haben die zu bedeuten genau? Feder, also irgendwas zu sehen und nochmal irgendwas. Die Kreuze werden wohl Gegner sein. Ja, das ist ein Bonus, den wir haben durch bessere Entdeckung und schnellere Reaktion und so ein Kram. Und leiser sein, wenn wir entdeckt werden, dann verlieren wir diesen Bonus wieder. Ah, okay. Also wir steigern den, je mehr Gegner wir töten, lautlos. Oh, 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 da sind auch zwei links. Oh. Erste ist weg. Boah, Alter, das sind ganz schön viele. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der kommt zu dir ziemlich nah. Es tut mir leid. Sauber. Es muss noch der eine. Die anderen zwei sind ganz da unten. Ah, die kommen wahrscheinlich gleich wieder rauf. Pfeile? Aha! Das ist der Bogen. Ich hab einen Bogen. Bogen, oh, Sam. Hoho. Also ich habe jetzt alle vier Boni voll. Ich auch. Die anderen, die sind ganz da hinten. Ich weiß nicht, ob die wiederbekommen. Doch, jetzt kommen sie, glaube ich, wieder. Ja, sie kommen in unsere Richtung. Ja, sie kommen. Guck mal, ob ich den einen krieg. Also von hinten anschleichen. Ja. Du bist so mein Rettungsanker, wenn sie die Richtung ändern. Alter, die sind ganz schön schnell unterwegs. Okay, den einen habe ich ablenken können. Ja, ich komme in den Hügel rauf. Okay, der eine ist weg. Und der läuft in die falsche Richtung. Er weiß nicht, wo ich bin.
Oh oh. Hab ihn. Oh, sehr gut. Hab ich in die andere Leiche hin? Scheiße. Gegen den Pfeil. Keine Ahnung. Ah, fuck. Ah, hier die Leiche. Na, mir fehlen irgendwie zwei Pfeile, was soll's. Dann zerstören wir mal das Flak hier. Ich denke mal, wir müssen irgendwie Dynamit oder so legen. Ja. Ich muss mir auch gleich mal einen Bogen besorgen. Ja, das macht die Sache ein bisschen leichter. Ja. Wie zerstören wir das jetzt? Einfach wegsprengen, oder? Probier das mal. Gib mal. Ach ja, genau. Wir haben ja hier Sprengstoff. Okay, lauf. Ja. Bist du weit genug weg? Ja. Sag diesen Kampfpiloten, dass ich die Flak extra für sie zerstört habe. Sauberst. Dann holen wir uns mal diesen Stützpunkt am See dahinter, oder? Ja. Ich geh mal kurz gucken, wie weit war das weg. Boah, das war ganz da hinten. Aber das sind Geiseln, die holen uns. Python 2-5, gute Arbeit mit der Flak. Die Aufklärer der Air Force haben uns gerade das hier geschickt. Okay. Was haben sie uns denn geschickt? Standort für einen Bunker. Ah, okay. Brauchst du noch Messer? Zwei. Ich hab keine mehr. Also eins habe ich. Meine Messer sind weg. Oh, da war jemand. Ich weiß aber nicht wo, aber fast hat mich gerade jemand gesehen. Aber das ist schon cool, es ist so dunkel, Nebel steht in der Luft oben. Ja. Hier ist wer. Oh. Vielleicht haben die uns auch gesehen. Die glaube ich. Also, kann sein. Also einen kriege ich auf jeden Fall weg. Soll ich? Ja, ich versuche gerade mal hinter die zu kommen. Ach, den, der blau markiert ist? Oh. Der erste steht auf. Okay. Nicht getroffen. Oh. Sauber. Ich verschieße meine ganzen Pfeile, so eine Kacke. Sammelst du gerade meine Pfeile auf? Nee, ich habe hier den anderen Typen im Nahkampf erledigt. Jetzt habe ich nur 6 Pfeile, ich verliere jedes Mal einen Pfeil. Ah, hier ist eine Maschinenpistole. Warte mal, irgendwo hier müsste auch ein Pfeil rumliegen. Warum kann man keine Pfeile selber machen? In diesem Schwierigkeitsgrad nicht verfügbar, der 4. Waffenslot. Was? Oder noch nicht? Nee, der steht in diesem Schwierigkeitsgrad nicht verfügbar. Ich spiele doch auf normal, oder? Was ist das für eine tolle Hütte hier? Da ist gar nichts. Und dafür opfere ich mich. Alles klar, dann. Zum ah, vorne sind wieder welche. Ja, aber ich bin hier unten, ich bin gerade unten lang.
Patrouillen sind eigentlich egal, weil die haben keine Pfeil und Bogen irgendwie dabei. Ja, da ist so ein Flugzeugschrack, also so ein Pilot, so ein Abgestürzter. Ach so. Ja, warte, dann komme ich gleich wieder. Was ist das? Ah, das ist eine Kuh. Ja. Okay. Das ist das gleiche, wo wir eben schon mal waren. Warte. Ich glaube schon. Aber den haben wir ja schon, das können wir lassen. Das ist genau dasselbe, wo wir vorhin schon waren. Ja. Wir sind einfach wieder gespawnt. Hallo, du Ziege. Was ist eine Ziege? Ziege gerade mit dem Bambusknöppel verprügelt. Was ich ein bisschen vermisse, sind die Händler. Ja. Wo ist der andere? Ich nehme meinen Pfeil wieder. Oh, oh, Wildschwein. Das gibt's doch nicht, dass ich jedes Mal einen Pfeil verliere. Alter, ich töte jemanden mit dem Pfeil und ich krieg meinen Pfeil nicht wieder. Warum ist das Wildschwein rot? Ja, weil das ein aggressives Tier sein kann. Ey, was soll denn das? Wann gehen die Pfeile denn immer so schnell kaputt? Super. Boah, ist jetzt echt. Vorsicht, da kommt ein Puma. Mit dem Bambusrohr will ich jetzt nicht gegen den Puma vorgehen. Kann ich mir Besseres vorstellen? Ja. Okay, da ist ein Geisel. Vorsichtig. Ich glaube, ich komme in die Hütte rein. Ich kann den Typ wegmachen. Das haben sie gehört. Was war denn das jetzt hier? Hast du ein Ding geworfen, ne? Knüppel, ja. Ah, du willst ihn in der Hütte erwischen? Das gibt's doch nicht. Nein, ich schieß nicht. Ich habe einen verbündeten Kriegsgefangenen gefunden und befreit. Werf einen Stein und lenkst du da ein bisschen ab. Jeder könnte es stoppen. Wir werden gesehen. Scheiße, alle Boni verloren.
Da kommt ein scheiß Heli. Sind die jetzt alle tot? Ja. Ah, das ist ein Heli! Oh Gott. Der hat uns gesehen. Uha. Ab ihn. Oh. Oh. Was ist noch mehr? Was ist denn hier los? Ah, da kommen immer mehr. Da ist nochmal irgendwo einer. Oh, fuck. Was denn? Steht da mit einem Knüppel direkt hinter mir. Ja, das kam dann knüppeldick, ne? Ja. Ah, wie geil. Oh, Puma! Ah. Ja, ein Bild für Götter. Puh. Dynamit. So. Hier ist gleich was. Wird wohl auch ein Pilot hier sein. Ich habe jetzt mal Fleisch drin, weil ich kann mir nächstes Mal ein Tier einjagen. Ja. Aber nachher frisst dann unseren Piloten, das weiß auch nicht so gut. Die Piloten sind ja schon tot. Achso, stimmt ja. Das sollte man vielleicht nicht bei einer Geiselbefreiung machen. Ja. Ich höre ständig Leute quasseln hier. Hörst du das auch? Ja. Puma, du läufst da noch hin. Manchmal. Moment, das ist doch. Es ist weg. Ich hätte schwören können, dass irgendwas hier gleich um die Ecke sein muss. Aber bei diesem Gestrüpp hier. Ja, sieht alles gleich aus. Ich höre sie wieder. Es gibt keine Rettung. Da ist ein Lautsprecher. Steht einer. Eins ist wo? Sicher. Du stirbst. Niemand holt dich hier raus. Amerikanischer Soldat. Du kannst nicht gewinnen. Du wirst sterben. Ach, der läuft einfach durch den Dschungel. Tausende von Meilen von zu Hause.
Was ist ein Händler? Es ist nicht zu spät, dich selbst und deine Freunde zu retten. Ja, wir haben deine Freunde. Lass sie nicht sterben. Gib auf, solange du kannst. Halt die Fresse. Ja, er wird ja hart an. Hier ist ein Bogen für dich. Da an der Wand. Da an der Wand. Hier an der Wand? Ja. Ja, da. Tun wir, glaube ich, die Schrotflinte besser weg. Okay. Dann läuft es jetzt vielleicht besser. Das war aber das, was mich vorhin schon so genervt hat. Hier links von uns ist ein Lagerhaus am Fluss. So, so. Hört, hört. Aber gleich. Puh. Schön was trinken. Oh. Schon besser. So. Weil du bist runter links, hast du gesagt, im Lagerhaus? Ja. Gutes Sichtfeld. Nur den einen? Ja, was? Wo? Der eine Gegner hier. Einer bisher. Den schnapp ich mir. Ist es nicht gerade dasselbe Lagerhaus, wo wir gerade eben waren mit dem Geiselbefreiung? Nee. Oder? Bisschen wie die Spoo. Es ist doch dasselbe Haus gerade eben, da haben wir doch gerade eben die Geisel befreit. Doch, ja. Du lässt sie viel zu leicht ablenken. Dafür haben wir jetzt einen Kill und einen Lautlos und dann habe ich wieder einen Bonus. Und bei dir? Nee, bisher noch nicht. Halt, hier war was. Ach, Munition geben, okay. Amerikaner, wir haben deine Freunde. Zu hart.